Einen wundervollen sonnigen Sonntagmorgen hier wieder vom internationalen Trainingscamp mit Bert und Sophie Hellinger. Neben mir steht Matthias, der vermittelt uns Ansichten, Einsichten und Berührungen von Simona Arroyo aus Brasilien. Und wie oft bist du schon bei den Trainingscamps hier in Bad Reichenhall gewesen? Quantas vezes você já veio aqui? Essa é a segunda vez. Fui no ano passado. Das ist mein zweites Mal. Ich bin letztes Jahr schon mal gekommen. Wie ist deine persönliche Entwicklung hier in den letzten Tagen? Welche Sätze oder Worte berühren dich tief? Como é o seu desenvolvimento pessoal aqui nesses últimos dias? Quais frases, quais palavras que te tocaram? Não e sim. Duas palavras tão pequenas, mas tão importantes e... Also, nein und ja. Zwei so kurze Wörter und gleichzeitig so wichtige Wörter. E eu achei que neste último ano o desenvolvimento das constelações comparado ao ano passado foi absurdamente maior, outra dimensão. Und es ist unglaublich, diese andere Dimension, die die Familienaufstellung für sie gewonnen hat, vom letzten Jahr bis zu diesem, wie das gewachsen ist. Also sie ist erstaunt davon. Kannst du deine Gefühle in Worte fassen? Você pode colocar o seu sentimento em palavras? Profundidade. Eu acho que essa vez foi muito mais profundo e muito mais amplo também. Zwei Wörter wären Tiefe und vor allem Weite. Es ist viel tiefer geworden und gleichzeitig in eine Weite gegangen für mich. Möchtest du noch etwas Persönliches sagen? So eine persönliche Erfahrung aus deinem Leben, die hier angesprochen wurde? Você queria colocar alguma coisa pessoal, algo que te tocou aqui no nível pessoal, que você ainda queria compartilhar? Quero, quero sim. Eu acho que em alguns momentos da nossa vida, a gente quer mudar o outro. E num dos exercícios foi muito claro para mim que talvez em alguns relacionamentos eu quisesse sempre mudar o outro. E... Also, oft fühle ich, dass ich andere Leute ändern wollte, dass man oft den anderen ändern will. Und jetzt bei den Übungen ist mir da etwas ganz klar geworden. E como é bom ver que isso foi em vão e que eu posso deixar essas pessoas em paz. Dass alles umsonst war und dass ich die Leute in Frieden lassen kann. Ficar in paz. Und dass ich auch in Frieden bleibe. Darum sind wir alle hier. Der Weg ist nicht leicht und oft schmerzlich. Und es wird dann leichter und schöner und verbundener. Ich danke.